Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 1954. Das Wunder von Bern. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Doch bei der Siegerehrung tönt die erste Strophe des Deutschlandliedes von den Rängen. Deutschland, Deutschland über alles. Auf dem Triumph lasten die dunklen Wolken der Vergangenheit. Beim Empfang im Münchner Rathaus vergreift sich dann auch DFB-Präsident Peko Bauwens im Ton. Das deutsche Volk in seiner ganzen Breite, vom kleinsten bis zum größten, hat irgendetwas jetzt empfunden, was Begeisterung heißt für eine edle Sache. Ein Dreifach, sie lieb! Lieb! Die Siegesfeier schließlich findet ausgerechnet im Löwenbräukeller statt. Hier feierte wenige Jahre zuvor noch Hitler seine Siege. Nun tönt Bauwens. Da haben die Jungens es wirklich gezeigt, was ein gesunder Deutscher zu leisten vermag, der treu zu seinem Land steht. Peter Josef Bauwens, genannt Peko, erster Nachkriegspräsident des Deutschen Fußballbunds von 1950 bis 1962. Seinen 75. Geburtstag feiert er mit großen Namen wie Sepp Herberger, Deutschlands erster Weltmeistertrainer. 1956 wird er mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. In Köln ist eine Straße nach der Sportlegende benannt. Die Peko-Bauwens-Allee ist auch Sitz der Deutschen Sporthochschule. Er ist ja ein prägender Sportfunktionär in frühen Zeiten, erst recht aber nach dem Zweiten Weltkrieg, mit großen Verdiensten. DFB-Präsident, Präsident des Landessportbunds Nordrhein-Westfalen, Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland, also wirklich ein sportlicher Funktionsträger. Seine Fußballkarriere beginnt in den 20er Jahren als Schiedsrichter. Bauwens leitet Spiele in Deutschland und ganz Europa. Verheiratet ist er seit 1919 mit Elise Gideon, Tochter eines jüdischen Kaufmanns. Nach Hitlers Machtergreifung gilt er damit als jüdisch versippt, muss Repressalien erdulden. Bauwens Frau begeht schließlich Selbstmord. Dennoch macht er in der NS-Zeit weiter Karriere, als Funktionär beim DFB. Peko Bauwens hat in der NS-Zeit ganz klar die Gleichschaltungspolitik des Nationalsozialismus unterstützt. Er wollte sogar eine Gleichschaltung Europas unter nationalsozialistischen Bedingungen. Also er hat sich für ein Sport-Europa eingesetzt, das nationalsozialistisch dominiert sein sollte. Das Ganze ist dann letzten Endes kriegsbedingt gescheitert. Nach 1945 ist das kein Thema mehr. Die Presse der jungen Bundesrepublik feiert Bauwens als den großen alten Mann des deutschen Sports. Sein einstiges Wirken als Schiedsrichter wird ihm dabei zum moralischen Etikett. Ein differenzierteres Bild von Bauwens bis heute Fehlanzeige. Es gibt halt keine Monographie über ihn, die sich wirklich intensiv alle möglichen Quellen berücksichtigend mit seiner Person auseinandersetzt. Die Unterlagen im Museum des DFB dokumentieren das Bild von Bauwens, das er von sich selbst gezeichnet hat. Als fairer Sportsmann, als unparteiischer Vermittler, aufgrund hervorragender Verdienste, sogar zum Ehrenvorsitzenden des Verbands ernannt. In den 50er Jahren hält die Symbiose zwischen Sport und Politik, obwohl an Bauwens Seite noch immer DFB-Funktionäre mit NSDAP und Politik. Obwohl an Bauwens Seite noch immer DFB-Funktionäre mit NSDAP-Vergangenheit wirken. Wie Georg Xandri, links. Der ist im Dritten Reich Generalsekretär des DFB und wird von Bauwens auf gleichem Posten belassen. Bauwens ist auch Mitinhaber eines Baugeschäftes in Köln und betont stets seine daraus resultierende finanzielle Unabhängigkeit. Noch heute ist die Firma Bauwens eines der finanzstarken Unternehmen der Region.
Doch jetzt holt die Geschichte Bauwens und seine Firma ein. Das Arolsen-Archiv. Hier werden Unterlagen über zivile Opfer der nationalsozialistischen Zwangsherrschaft gesammelt. In der Kartei finden sich Auskünfte zu etwa 7,5 Millionen Menschen. Und auch hochbrisante Unterlagen zum Bauwens-Konzern. Wir finden zwei verschiedene Arten von Dokumenten zur Baufirma Peter Bauwens aus Köln. Wir haben zum einen Unterlagen, die auf den Einsatz ziviler Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hinweisen. Und die zweite Quellengruppe, die wir hier finden, das ist vor allen Dingen ein Bestand zentral, sind Unterlagen aus dem Konzentrationslager Buchenwald, konkret aus dem Außenlager in Langenstein-Zwieberge, einem Untertageverlagerungsprojekt für die Rüstungsindustrie. Und hier haben wir Hinweise, dass die Firma Bauwens am Tunnelbau, am Baubetrieb in diesen Untertageverlagerungen beteiligt war und dort auch Konzentrationslagerhäftlinge einsetzte, etwa 100 bis 130 Häftlinge. Wie steht heute die Firma zu ihrer Geschichte? Nachfrage beim Unternehmen. Was weiß man hier über den Einsatz von Zwangsarbeitern im Nationalsozialismus? Ein Interview möchte der Konzern nicht geben. Schriftlich erklärt man: Der Firma Bauwens liegen aus den 40er Jahren keine eigenen Akten vor, die Hinweise geben, dass die Firma Bauwens Zwangsarbeiter beschäftigt hatte. Es gibt jedoch andere Quellenangaben, die darstellen, dass bei der Firma Bauwens möglicherweise 8 oder gar die von Ihnen benannten 100 Personen zwangsbeschäftigt waren. Die Unterlagen in Bad Arolsen sprechen eine andere Sprache. Henning Burggräfe ist der historische Leiter des Archivs. Mit Hilfe seiner Akten kann die Verstrickung des Konzerns in den Komplex der NS-Zwangsarbeit genauer bestimmt werden. Zum ersten Mal äußert sich das Archiv zur ganzen Dimension der Ausbeutung von Menschen durch das Unternehmen. Das zentrale Dokument für den Einsatz von KZ-Häftlingen sind hier Arbeitseinsatzmeldungen aus dem KZ Buchenwald. Und hier finden Sie eben von September 1944 bis April 1945 auf diversen Seiten die Firma Bauwens, die dort demzufolge einen Bauhof unterhielt, am Gleisbau beteiligt war, aber auch selbst am Tunnelbau beteiligt war. Und dieser Tunnelbau, den wir etwa auch aus Mittelbau-Dora kennen, der war sicherlich das mörderischste oder einer der mörderischsten Aspekte der Zwangsarbeit in Konzentrationslagern. Die Nazis verlegen wichtige Betriebe unter Tage, um sie vor den alliierten Bombern zu schützen. Für Bau und Betrieb der unterirdischen Anlagen werden auch KZ-Häftlinge eingesetzt. Die Sterberaten sind hoch. Auch in Langenstein-Zwieberge, einem Außenlager des KZ Buchenwald. Schilderungen Überlebender vermitteln einen Eindruck. Der Stollen fraß die Menschen mit einem unglaublichen Heißhunger. Ein Ort, der noch unvorstellbar schrecklicher ist, als eine Hölle es sein kann. Peko Bauwens hat nie öffentlich für seine Mitschuld Verantwortung übernommen. Und auch der DFB tut sich bis heute schwer mit Kritik an seinem ersten Präsidenten nach 1945. Auf Nachfrage des ZDF erklärt er: Auf Beschluss des DFB-Präsidiums hat der DFB begonnen, seine Ehrungen auf Basis neuer Erkenntnisse mit Unterstützung externer Experten aufzuarbeiten und zu überprüfen. Im Arolsen-Archiv finden sich aber nicht nur Unterlagen zu Bauwens, sondern auch zu anderen deutschen Fußballlegenden. Otto Harder, genannt Tull, der Stürmerstar des Hamburger Sportvereins. Tull Harder war sicherlich der Star der 20er Jahre, also wirklich tatsächlich nationaler Star, international kann man damals natürlich noch nicht sagen, mit Biografien, die über ihn geschrieben wurden, Filme, die tatsächlich über sein Leben ja schon zu seinen Lebzeiten gedreht wurden. Dementsprechend hat er sportlich einen unglaublich hohen Stellenwert gehabt im HSV und unheimliches Ansehen. Doch Tull Harder ist nicht nur Fußballer, sondern auch SS-Mann. Ab 1939 gehört er zur Wachmannschaft des KZ 9 Gamme,
leitet später sogar ein Außenlager in Hannover. Nach dem Krieg kann er sich auf alte Seilschaften verlassen. Peko Bauwens persönlich stellt Haader einen Persilschein aus. Er sei ein Vorbild für die Jugend, der sich stets als vorbildlicher Sportsmann gezeigt habe. Selbst bei härtesten Spielen blieb er stets fair und dem Gegner gegenüber ritterlich. Zu dieser Zeit steht Tull Haader in Hamburg vor einem britischen Militärgericht. Als Zeugen werden überlebende Häftlinge gehört. Ihm selber wurde auch nicht vorgeworfen, Gewalt gegen Häftlinge ausgeübt zu haben. Nur eben in seinen von ihm geführten Lagern ist Gewalt angewendet worden von untergeordneten SS-Leuten. Also seine untergeordneten Leute haben Todesurteile bekommen und er 15 Jahre wegen seiner Gesamtverantwortung, aber er selber hat keine Hand angelegt. Im KZ Neuengamme ist Haader in der Lagerverwaltung eingesetzt und hat auch Verantwortung für die Wachmannschaften. Nach Neuengamme kommen Häftlinge aus dem ganzen norddeutschen Raum, um in den Tongruben Sklavenarbeit zu leisten. Dass viele dabei zugrunde gehen, wird in Kauf genommen. Vernichtung durch Arbeit nennen die Täter das. Später vor Gericht behauptet Haader, davon nichts mitbekommen zu haben. Er hat halt einfach verneint, davon Kenntnis zu haben. Im Gegenteil, er hat sogar behauptet, dass die Häftlinge nicht schlechter behandelt worden sind als die Wachmannschaft, als die SS-Leute, dass die von der Nahrungsmittelversorgung, von der Unterbringung, von hygienischen Zuständen in keinster, dass es denen nicht schlecht ging und seiner Wahrnehmung nach die gut genährt und wohl gelitten waren. Die Strafe des verurteilten Kriegsverbrechers wird erst auf 10 Jahre reduziert, dann kommt er vorzeitig schon Ende 51 frei. Beim HSV bleibt er trotz seiner Vergangenheit ein gefragter Mann. Also es gibt halt eben einen Bericht, dass er relativ kurz, wenige Monate nach seiner Haftentlassung beim Spiel wieder aufgetaucht worden wäre, dort eben mit Jubel, Applaus und Durchsage vom Stadionsprecher begrüßt worden wäre. Wir haben natürlich eben auch Dokumente, die sehr wohl zeigen, dass er wieder am Vereinsleben aktiv teilgenommen hat, an Feierlichkeiten im Verein teilgenommen hat, Weihnachtsfeiern, sonstige Vereinsfeierlichkeiten. Also er war wieder voll akzeptiertes Mitglied der HSV-Familie, wenn man so sagen kann. Erst nach der Jahrtausendwende erklärt der HSV, dass einer seiner erfolgreichsten Spieler, Zitat, keine Legende mehr sein kann. Der FC Bayern München. Ein Club der Superlative. Keine deutsche Mannschaft hat mehr Titel gesammelt. Dutzende deutsche Meisterschaften und Pokalsiege. Dazu 6-mal Gewinner der Champions League. Die Grundlagen des Erfolgs werden in den 60er und 70er Jahren gelegt. Von Männern, die anders als die prominenten Kicker im Hintergrund bleiben. An erster Stelle steht der Bauunternehmer Wilhelm Neudecker, Bayern-Präsident von 1962 bis 1979. Er ist die unbestrittene Nummer 1 der Erfolgsmaschine. Ich habe das letzte Wort, selbstverständlich, es werden die Vorarbeiten geleistet. Ich glaube, das ist gerade die Stärke des FC Bayern, dass ich das unbedingte Vertrauen aller meiner Mitarbeiter habe und dann eben rasch entscheiden kann, wenn es die Lage erfordert. Also der sportliche Erfolg setzte eindeutig mit Wilhelm Neudecker ein. Wilhelm Neudecker hatte zuvor mit dem Fußball und mit dem Sport so gut wie gar nichts zu tun. Er war ein außerordentlich energischer, außerordentlich autoritärer Mann, der als Baulöwe in München zu Reichtum gekommen war und dann mit dem FC Bayern München noch zu Reichtum gekommen war und dann mit dem FC Bayern München noch ein anderes Betätigungsfeld gefunden hat. Und er hat diese Tätigkeit beim FC Bayern München ausgeführt, ja, wie ein Geschäftsmann. Bei seinen Recherchen für die Biografie des Stürmerstars Gerd Müller stößt Hans Woller auf ein bislang unbekanntes Kapitel deutscher Fußballgeschichte. Im Mittelpunkt Wilhelm Neudecker. Woller findet den Namen des Bayern-Präsidenten in Dokumenten aus der NS-Zeit. Ebenso wie den Namen des langjährigen Bayern-Geschäftsführers Walter Fembeck.
Wir haben hier einmal das SS-Stammrollenblatt von Wilhelm Neudecker. Aus dem geht eindeutig hervor, dass Wilhelm Neudecker ab 12. März 1933 SS-Anwärter war und dass er dann im September 1933 SS-Mitglied geworden ist. Und auf dem anderen Blatt wird das bestätigt, was mir das Bundesarchiv mitgeteilt hat, nämlich Walter Fembeck, der Geschäftsführer des FC Bayern München, war Mitglied der Waffen-SS. Und hier ergibt sich aus diesem Dokument, das ist eine Gebührniskarte, daraus ergibt sich, dass Herr Fembeck am 15.05.1938 in die Waffen-SS eingetreten ist. In der Münchner Allianz Arena leistet sich der FC Bayern ein großes Vereinsmuseum. Hier präsentiert sich der Club als Erfolgsmaschine. Von einer Verstrickung seines Führungspersonals in den Nationalsozialismus aber ist dort wenig zu erfahren. Stattdessen pflegt der Verein das historische Selbstbild als sogenannter Judenclub. Von den Nazis geschmäht und verfolgt. Als Beleg dient die Präsidentschaft Kurt Landauers, der den Verein bis 1933 führt. Er ist eines von rund 100 jüdischen Mitgliedern des FC Bayern München, die zum Teil führende Positionen im Verein bekleiden. Fußballexperte Dietrich Schulze-Marmeling hat die Geschichte des FC Bayern erforscht und zeichnet ein anderes Bild. Schon früh bekennt sich der Verein in einer Erklärung zur Rassepolitik der Nazis und schmeißt sogenannte Nicht-Arier aus dem Club. 1935, da erlässt der Verein Arierparagraphen, zwei Arierparagraphen. Also er lässt es ein und den verschärft er später. Und man hat den Eindruck, auch in der Begründung dieser Arierparagraphen, dass es ganz klar darum geht, diesen Makel des Judenvereins loszuwerden. ZDF History hat mehrmals bei den Bayern nachgefragt. Doch die Münchner schweigen. Interview, Fehlanzeige. Und das in einer Zeit, in der Forscher immer neue Details der Rolle des Vereins im Dritten Reich offenlegen. So spielt dieser Mann in der Selbstdarstellung des Vereins kaum eine Rolle. Josef Kellner. 1938 bis 1943 Bayern-Präsident und überzeugter Nationalsozialist. Ein Täter, der mit dem Opfermythos des Vereins nur wenig gemein hat. Kellner war beteiligt an der Brandschatzung mindestens einer Synagoge. Und er ist beteiligt gewesen an der Unterdrückung der tschechischen Bevölkerung im Reichsgau Sudetenland und wurde deshalb dann auch 1945 gefangen genommen, ist 1946 dann in der Gefangenschaft gestorben. Das ist eine Biografie eines Vereinsführers des FC Bayern, die bis Ende 2019 noch völlig unbekannt gewesen ist. Und die ganze Verstrickung dieses Mannes in die nationalsozialistische Unrechtspolitik. Man wollte es nicht so genau wissen. Genauso wenig wie über die braune Vergangenheit von Bayerns Meistermachern. Historische Ignoranz oder Respekt vor der Creme de la Creme des deutschen Fußballs, die ihrem Verein zu Weltruhm verholfen haben. Wie schlecht die Geschichte dieses Clubs bisher erforscht wurde, zeigt dieses Faktum, dass wir erst seit wenigen Monaten wissen, dass Wilhelm Neudecker ein SS-Mann war. Dafür hat sich niemand interessiert. Der FC Bayern. Wenigen Monaten wissen, dass Wilhelm Neudecker ein SS-Mann war. Dafür hat sich niemand interessiert. Der FC Bayern hat der Welt gezeigt, wie erfolgreich Fußball gespielt wird. Bei der Aufarbeitung der eigenen Geschichte aber sind die Münchner nicht an der Tabellenspitze. Schalke 04, der Verein aus dem Ruhrpott. Nirgendwo anders wird in den 30er Jahren so guter Fußball gespielt wie in Gelsenkirchen. Sechsmal Meister bis 1942, einmal Pokalsieger. Das Zauberwort heißt Schalker Kreisel. Mit spektakulärem Kurzpassspiel werden die gegnerischen Mannschaften schwindelig gespielt. An der Spitze Ernst Kuzorra und Fritz Czepan. Fritz Czepan, eine Sportlegende, ein Held der Zechenregion.
Schon sein ganzes Leben lang ist Hans Dienberg Schalker. Fritz Czepan gehört einst zu den Nachbarn seiner Familie. Der heute 91-Jährige erinnert sich gerne an sein früheres Idol. Er war dann auch Führer der Nationalmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft, ich glaube bis 1940. Von daher war er schon eine Persönlichkeit, die nicht nur in Gelsenkirchen, nicht nur hier in Schalke, sondern im gesamten Ruhrgebiet bekannt war. Damals gab es ja noch kein Fernsehen, es gab nur den Rundfunk und die Zeitungen und die berichteten über ihn. Dass Schalke zum erfolgreichsten deutschen Fußballclub in der Zeit des Nationalsozialismus werden kann, hat seinen Preis. Früh entledigt sich der Verein seiner jüdischen Mitglieder. Heute stellt sich der Verein dieser Geschichte. Die Historikerin Christine Walter steht vor der sogenannten 1000-Freunde-Mauer an der Schalker Arena. Sie erinnert an die Namen der jüdischen Vereinsmitglieder, die kurzerhand aus dem Club geworfen werden. Opfer des Opportunismus eines Vereins, der sich willig zum Werkzeug der Nazis machte. Das war ein Geben und Nehmen zwischen dem Verein Schalke 04 und den Nationalsozialisten. Also die Nazis haben die Schalker immer hergenommen, um sich sozusagen in dem Ruhm zu sonnen. Und waren bei allen Meisterfeiern am Start, haben große Flaggen gehisst, haben den Triumphmarsch begleitet. Also das haben sie sehr bereitwillig gemacht. Das Vereinsmuseum von Schalke 04. Mit dem gleichzeitig erfolgreichsten und düstersten Abschnitt seiner Geschichte geht der Club heute offen und kritisch um. Eine Ausstellung erinnert an die Schattenseiten der Zeit als Titelsammler unterm Hakenkreuz. Fritz Czepan und Ernst Kuzorra. Das Erfolgsduo auf dem Platz. Am 1. Mai 1937 treten beide in die NSDAP ein. Und während die Liaison mit den Nazis bei vielen im Verein wohl Opportunismus ist, geht die Verstrickung Czepans weit tiefer. Dann hat das Institut für Stadtgeschichte herausgefunden, dass er eben ein jüdisches Kaufhaus während der NS-Zeit am Schalker Markt übernommen hat für einen viel zu niedrigen Preis, Kaufpreis. Nachher aber seine Gewinne mit diesem Kaufhaus steigern konnte, und zwar exorbitant steigern konnte. Also Fritz Czepan hat letztendlich profitiert von den Nazis, vom Naziregime. Schauplatz der sogenannten Arisierung ist der Schalker Markt, damals das wirtschaftliche und politische Zentrum des Stadtteils. Bis ihn 1945 alliierte Bomben in Schutt und Asche legen. Früher waren hier Läden, Restaurants und die Geschäftsstelle des Vereins. Auch die jüdischen Händler Sally Meyer und Juli Lichtmann haben am Markt ein Textilgeschäft. Nach Hitlers Machtergreifung müssen sie erst die Boykottmaßnahmen der Nazis erdulden und schließlich die sogenannte Arisierung. Für einen Spottpreis von 7.000 Reichsmark kann sich Fritz Czepan den kompletten Warenbestand samt Einrichtung aneignen. Die jüdischen Eigentümer werden deportiert und in Riga ermordet. Spätestens in den 50er Jahren war ihm bewusst, was ist da passiert und was ist mit den Menschen passiert. Die sind ermordet worden von den Nazis. Was ist mit den Menschen passiert, das wusste er da. Und da gab es eben keine Reue. Und er hat dieses Gerichtsverfahren oder dieses Verfahren auch immer wieder hinausgezögert. Also es hat sich über Jahre gezogen. Und es ist dann nachher zu einem Vergleich gekommen. Er hat dann der Familie 1000 D-Mark gezahlt. Zeitzeuge Hans Dienberg kennt Czepans Verwicklungen mit Schalke 04. Bei der sogenannten Arisierung habe der Verein eine unrühmliche Rolle gespielt. Angesichts der 70 Millionen Tote des Zweiten Weltkrieges und der 6 Millionen Juden, die wir fabrikmäßig umgebracht haben, muss man sich natürlich bekennen. Ja? Aber dieses Bekenntnis muss ehrlich sein und nicht so,
dass er einen da vorschieben, denn die 7.000 Reichsmark zur Übernahme des Geschäftes, die hat Schalke 04 bezahlt und nicht der Zeppan. Wie viel? Des Geschäftes, die hat Schalke 04 bezahlt und nicht der Zeppan. Wie viele andere profitiert Fritz Zschäpan von der Gunst der Nazis, was seiner späteren Karriere nicht schadet. Nach dem Krieg wird er auf Schalke Trainer und steigt in den 60er Jahren sogar zum Präsidenten seines Vereins auf. Judith Neuwald-Tasbach ist Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen und Fan des Vereins. Sie ist Kind von Shoah-Überlebenden. Zschäpans Lebensweg steht für sie stellvertretend für eine Fußballgeneration, die den sportlichen Erfolg vor Moral stellte. Spielerisch gesehen waren sie auch Vorbilder. Sie waren einfach wunderbare Fußballspieler. Sie haben den Erfolg von Schalke 04 begründet. Und ja, das ist die eine Seite. Aber Zschäpan hatte eben leider auch eine andere Seite. Und diese Seite erlaubt es einfach nicht, ihn als Idol zu sehen, als Vorbild für die Menschen heute, weil er hat moralisch versagt. Er hat die Notlage von anderen ausgenutzt. Er hat sich bereichert sozusagen. Und er hat auch viele Jahre später keine Worte dafür gefunden. Er hat nie ausgedrückt, dass es ihm leid tat. Fritz Zschäpan. Die Aufarbeitung seiner Geschichte beginnt erst Jahrzehnte nach seinem Tod. Für die Überlebenden des Holocaust nur ein schwacher Trost. Hampden Park, Glasgow, Mai 1960. Es ist eines der spektakulärsten Endspiele im europäischen Vereinsfußball. Mit 7:3 schlimmert 60. Es ist eines der spektakulärsten Endspiele im europäischen Vereinsfußball. Mit 7:3 schlägt Real Madrid Eintracht Frankfurt im Finale des Europapokals der Landesmeister. Ein Jahrhundertspiel. Vor einer Rekordkulisse von 135.000 Zuschauern. Der Vater des Erfolgs, Rudolf Gramlich, Vereinspräsident der Eintracht. Doch auch seine Biografie hat dunkle Flecken. Rudi Gramlich war ein überragender Spieler der Frankfurter Eintracht als Aktiver. Er war Nationalspieler, er hat sehr viele Länderspiele gemacht. Er hat mit der Eintracht die Süddeutsche Meisterschaft erreicht, stand im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, war Weltmeisterschaftsteilnehmer 1934, war so vielleicht der überragende Vorkriegsfußballer bei der Eintracht. Und nach dem Krieg in seiner Zeit als Präsident der Eintracht hat er die ganz erfolgreichen Zeiten des Vereins geprägt. Der Journalist Hartmut Scherzer gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Chronisten des deutschen Sports. Er kannte Rudolf Gramlich aus persönlichem Erleben und aus Schilderungen von zahlreichen Zeitzeugen. Er war in meinen Augen ein Patriarch, ein machtbewusster Mensch, eine Respektsperson, er hatte Autorität, hatte Macht, hat seinen Willen immer durchgesetzt. Also er war ein Machtmensch. Selbst beim DFB hat man auf ihn gehört. Ja. Er war ja einer der Hauptinitiatoren, dass die Bundesliga eingeführt wurde. Das zeigt schon, dass er in der Eintracht konnte ihm keiner das Wasser reichen. Doch es gibt eine zweite, weit weniger bekannte Seite Gramlichs. Im Zweiten Weltkrieg ist er Mitglied einer Totenkopfeinheit der Waffen-SS. Die Soldaten dieser Truppe gelten als besonders fanatisch und verüben zahlreiche Kriegsverbrechen. Zwar ist bis heute unklar, ob Gramlich persönlich an Gräueltaten beteiligt war. Dennoch gehört er unstrittig zu den finanziellen Profiteuren des NS-Systems. Die Bürgerstraße in der Frankfurter City. Hier erinnern Stolpersteine an jüdische Familien, deren Unternehmen von Gramlich arisiert wird. Einige können fliehen. Die anderen werden im polnischen Lodz, von den Deutschen Litzmannstadt genannt, ermordet.
naja, der Rudi Gramlich hat sicherlich im Nationalsozialismus viele Wege eingeschlagen, die ihm viel weitergebracht haben, die er in der anderen Zeit vielleicht nicht gekriegt hätte. Dass er eine Lederfabrik arisiert hat, mit seinem Geschäftspartner zusammen übernommen hat, dass er in der Wohnung gewohnt hat, die einem geflohenen Juden gehört hat. Das sind Sachen, die tatsächlich nach Kriegsende schon bekannt waren, aber die Öffentlichkeit kurz interessiert haben und dann ihm gehört hat. Das sind Sachen, die tatsächlich nach Kriegsende schon bekannt waren, aber die Öffentlichkeit kurz interessiert haben und dann im Schwung des wir starten wieder durch, wir fangen wieder an, nicht groß hinterfragt wurden. Heute distanziert sich die Eintracht von ihrem Ex-Präsidenten. 2018 wird Rudolf Gramlich die Ehrenpräsidentschaft aberkannt. Buenos Dias, Argentina. 1978. Die deutsche Nationalmannschaft singt sich warm für die WM. Und sie sollen zwei verbinden mit dem Band. Doch von Harmonie ist im Gastgeberland der WM wenig zu spüren. Argentinien ist zu dieser Zeit eine Militärdiktatur unter General Jorge Rafael Videla. Zehntausende Oppositionelle verschwinden in Folterkellern und Lagern. Mütter und Ehefrauen fordern öffentlich Aufklärung. Die WM kommt dem Regime mehr als gelegen, um von diesen Zuständen abzulenken. Als die bundesdeutsche Nationalmannschaft in Argentinien eintrifft, ist das kein Thema für die meisten Spieler. DFB-Präsident Hermann Neuberger beruft sich dabei auf die Phrase vom unpolitischen Sport. Ich habe den Nationalspielern gesagt, es ist jedermanns ureigenste Angelegenheit, sich in dieser Frage zu äußern oder nicht zu äußern. Wir sind nur der Meinung, und das ist die grundsätzliche Auffassung des Deutschen Fußballbundes, dass er nicht das erzwingen kann als Stoßtrupp der Politik, was die Politik bisher nicht fertiggebracht hat. In Azcochinga ist die Nationalmannschaft exklusiv in einem noblen Ferienheim des argentinischen Militärs untergebracht. Eine problematische Nähe zu den Machthabern sieht damals niemand beim DFB. Am wenigsten Präsident Neuberger. Damals niemand beim DFB. Am wenigsten Präsident Neuberger. Also er hat eine ganz schlimme Rolle gespielt. Eine ganz schlimme Rolle. Zwar ist er für die Fußball-Weltmeisterschaft 1978 ein Deal mit der Junta eingegangen. Vor allen Dingen mit dem Jorge Videla. Das war ja der Staatspräsident. Er hat ihn eine Taube genannt. Ein Diktator als Friedenstaube? Vertreter anderer Staaten setzen ein Zeichen und verweigern den Militärs den Handschlag. Der DFB-Präsident jedoch feiert nach der WM sogar mit den Spitzen der Diktatur. Da ist ein Staatsbankett, das die drei von der Junta, also die drei Chefs, veranstaltet haben mit ihren Frauen nach dem Endspiel Argentinien gegen die Niederlande, ein Staatsbankett. Und da sitzen die drei Massenmörder, wie ich sie bezeichne. Und der vierte Mann, der dran sitzt, ist Hermann Neuberger. Wenn ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe oder das nicht für gut heiße, was da passiert ist, ja, und ich weiß das und ich feiere mit denen ein Staatsbankett und sitze als vierter Mann nebendran, dann mache ich mich einfach mitschuldig. Während in der Heimat Menschenrechtsaktivisten gegen die Folterdiktatur demonstrieren, gibt sich auch der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ahnungslos. Bedrückt es Sie, dass in Argentinien die Menschenrechte verletzt werden? Meinen Sie, dass wenn diese Fußballweltmeisterschaft in der Sowjetunion stattfinden würde, ob Sie dasselbe Interview auch machen würden? Aber sicher, Menschenrechte sind ja nicht teilbar. Ja. Noch einmal die Frage, Herr Vogts, bedrückt Sie so etwas als Fußballspieler? Ich bin da nicht so drüber informiert, deshalb kann ich Ihnen auf diese Frage keine genaue Antwort geben. Bernhard Dietz vom MSV Duisburg ist damals im Nationalmannschaftskader.
Er erinnert sich an die gemischten Gefühle bei der Abreise angesichts der Medienberichte über die Diktatur. Ein freundlicher Empfang und der Wille zum sportlichen Erfolg überlagern seine Zweifel. Eine Haltung, die damals viele in der Mannschaft teilen. Ja, wir haben alle übereinander gesprochen. Ich sagte, ja, aber wir wissen nicht, wir lesen das aus der Zeitung. Was ist jetzt da Wirklichkeit? Was ist, nicht so, ist das so schlimm? Ist das nicht so schlimm? Ne? Und wir haben uns eigentlich nur auf diesen Fußball konzentriert. Wir waren noch nicht so weltweit, dass wir uns da über andere Sachen noch entsprechend unterhalten haben. Ne? Also es ging da mehr um den Fußball. ZDF History fragt zu den Vorgängen von 1978 beim DFB nach. In einer Stellungnahme an das ZDF heißt es: Wenn Menschenrechte und daraus resultierend Menschen verletzt werden oder gar ihr Leben verlieren, darf der Sport nicht untätig bleiben. Dann muss er im Rahmen seiner Möglichkeiten seine Stimme erheben. Damals aber schweigt der DFB dazu. Und in Argentinien kommt es zu einem zweiten Skandal. Hans-Ulrich Rudel, hochdekorierter Schlachtflieger des Zweiten Weltkriegs und Hitlerbewunderer, lebt damals in Argentinien. In der Bundesrepublik tritt er als Zugpferd für die verfassungsfeindliche Deutsche Volksunion auf. Rudel taucht irgendwann mal vor dem Gelände in Ascuchinga auf. Er hat ein laut Augenzeugen hat er mit den Wachen gesprochen. Die haben dann die Delegation des DFB kontaktiert. Und dann ist er reingekommen und ist dann freundlich begrüßt worden. Als in der Heimat Kritik laut wird, erklärt Neuberger, dies komme einer, Zitat, Beleidigung aller deutschen Soldaten gleich. Das war praktisch repräsentativ für den DFB. Neuberger passte sehr, sehr gut ins Bild von einem DFB, der rechtsgerichtet ist. Das war ein vollkommener Fehlschlag des DFB, ein PR-Desaster. Ohne Einsicht hat man weiterhin daran geglaubt, dass es ganz normal ist, solche alten Nazis zu hofieren. Die enge Verbindung Rudels zum DFB reicht Jahrzehnte zurück, bis in die 50er Jahre. Dies zeigen Schriftstücke aus dem Archiv des Fußballbunds. Dokumentiert ist etwa eine jahrelange enge Brieffreundschaft Rudels mit Sepp Herberger, dem Vater des Wunders von Bern. Beide verbindet eine herzliche Beziehung. So lädt Altnazi Rudel Herberger sogar zu seiner Hochzeit ein. Als Rudel in Hessen ein Denkmal für die Gefallenen seines Schlachtgeschwaders Immelmann errichten will, bittet er Herberger, in Deutschland die Spendentrommel zu rühren. Das Denkmal wird später tatsächlich gebaut. Allerdings ohne einen nennenswerten Beitrag Herbergers. Kaum jemand will für das Bauwerk spenden. Frühjahr 94. Der Deutsche Fußballbund plant einen Klassiker. Ein Länderspiel gegen England. Stattfinden soll es ausgerechnet am 20. April, Hitlers Geburtstag, im Hamburger Volksparkstadion. Als die Pläne bekannt werden, befürchten viele einen rechten Hooligan-Aufmarsch. Es ist die linke Fanszene des FC St. Pauli, die in Hamburg am lautesten protestiert und gegen das Länderspiel mobil macht. Einer der Initiatoren ist Sven Brucks. Der ehemalige Punk ist heute der leitende Sicherheitsbeauftragte des Kiezclubs. Es wurde dann halt rufbar, dass ein Länderspiel stattfinden sollte in Hamburg, Deutschland gegen England am 20. April. Und wie man eigentlich wissen sollte, ist das ein geschichtlich belastetes Datum. Und am Vorabend sollten die damals noch B-Mannschaften genannten Teams hier am Millerntor spielen. Und da haben wir gesagt, nö, das wird so bestimmt nicht stattfinden. Haben wir was gegen, aus den und den Gründen. Die linke Szene protestiert. Und der Hamburger Innensenator sagt das Spiel ab. Dann springt Berlin ein. Jetzt soll das Länderspiel ausgerechnet im Olympiastadion stattfinden. Eine Entscheidung, die abermals lautstarke Proteste zur Folge hat. Das ist ein Zeichen dafür, wie geschichtsvergessen die beim DFB gewesen sind, dass sie sich mit solchen Themen nie auseinandersetzen wollten und dementsprechend diese Taktlosigkeit begangen haben, die dann
bei den Fans große Unruhe hervorgerufen hat und große Empörung hervorgerufen hat. Die britische Presse gießt noch Öl ins Feuer, schürt die Angst vor Ausschreitungen deutscher und englischer Fans. Angesichts dessen bekommt der englische Fußballverband schließlich kalte Füße. Für die Sportwelt und die Politiker kam es überraschend. Der englische Fußballverband hat das Länderspiel gegen Deutschland am 20. April in Berlin abgesagt. Die Absage wird zum ersten großen Erfolg einer kritischen Fangemeinde, die sich gegen alte und neue Nazis im Fußball positioniert. Funktionäre werden auf ihre Rolle im Dritten Reich hinterfragt. Die 90er Jahre werden für den deutschen Fußball zu reichlich verspäteten 68ern. Und wieder ist der FC St. Pauli Vorreiter. Die Initiatoren des Protests gegen das Länderspiel am Hitlergeburtstag suchen nun die Konfrontation im eigenen Verein. Das Stadion von St. Pauli trägt in den 90er Jahren noch den Namen Wilhelm Kochs, des langjährigen Vorsitzenden des Vereins. Im Dritten Reich ein NSDAP-Mitglied und Mitläufer. In den 90ern wird St. Pauli zu dem linken Fußballprojekt Deutschlands. Für die Jüngeren in der Fangemeinde ist Koch ein Nazi. Es kommt zur Machtfrage. 1998 setzt sich die linke Fangeneration mit Sven Brucks und Alex Weisener in einer Kampfabstimmung durch und erzwingt die Umbenennung in Millantor-Stadion. Ich denke, dass das wie in vielen anderen Vereinen war, dass die Leute aus dieser Generation einfach andere Schwerpunkte gesetzt haben. Für die zählte halt der Verdienst von Wilhelm Koch im Sinne des Vereins. Der hat so viel für den Verein getan, er hat die Jugend gefördert, das gemacht und das gemacht. Also das hatte für die Leute einen höheren Stellenwert als seine politische Vergangenheit. Die hatten einfach eine andere Gewichtung. Die haben mit Sicherheit das ein oder andere Bier gezischt, gute Zeiten gehabt miteinander. Und wollten das natürlich dann eben auch nicht unbedingt hören, was da letztlich rauskam, ne? Dass er halt Mitglied der NSDAP war. Doch auch in St. Pauli dauert es noch Jahre, bis ein weiteres dunkles Kapitel der Vereinsgeschichte bekannt wird. Otto Wolf ist St. Paulis Stürmerlegende der 20er und 30er und einer der ganz wenigen Träger der goldenen Ehrennadel seines Vereins. Und ein lupenreiner Nazi, der sich an jüdischem Eigentum bereichert. Im Nationalsozialismus besetzte Otto Wolf zahlreiche wichtige Posten, Aufsichtsratsposten und Beiratsposten und war unter anderem NS-Gauwirtschaftsberater. Diese Gauwirtschaftsberater stachen als besonders ideologisch gefestigte Wirtschaftselite hervor und forcierten die wirtschaftliche Verdrängung von Juden und Juden aus ihrem Wirtschaftsleben und ihrer bürgerlichen Existenz. Wolf macht auch selbst Kasse. In Hamburg eignet er sich zwei arisierte Objekte an. Unter anderem ein Haus im Nobelviertel an der Elbchaussee. Hier lebte der jüdische Arzt Professor Karl Bruck mit seiner Frau Olga. An sie erinnert heute nur noch ein Stolperstein. Weil ihnen das Leben zur Hölle gemacht wird, begeht das Ehepaar 1944 Selbstmord. Auch dieses Haus greift sich Wolf. Der jüdische Besitzer wird 1943 deportiert und im KZ Theresienstadt ermordet. Die Historikerin Jessica Erdelmann erforscht seit Jahren die Biografie Otto Wolfs. Für sie ist er ein Überzeugungstäter. Er hat gar keine Reue gezeigt, aber das ist so wie bei allen anderen auch. Es wurde als alliierte Siegerjustiz angesehen, dass jetzt Rückerstattungsprozesse gelaufen sind und genauso verhielt er sich auch. Er bezog sich darauf, dass es loyale Verträge waren, also rechtsstaatlich und so weiter. Und aus diesem Grund beharrte er weiterhin darauf, dass ihm das Eigentum auch zusteht, weil er ja einen Kaufpreis dafür bezahlt hat. Erst 2007 wird das bekannt. St. Pauli reagiert und erkennt dem ehemaligen SS-Mann alle Ehrenwürden ab. Der deutsche Fußball muss sich seiner Geschichte stellen. Für den DFB und viele Vereine ist das ein schmerzhafter Schritt. Nicht wenige Sportidole von einst sind NS-belastet. Für die meisten Opfer aber kommen Aufarbeitung und Sühne viel zu spät.
Es hat leider lange gedauert, bis dieser Prozess eingesetzt hat. Das ist schade. Die Menschen, die damals die Shoah überlebt haben, die sind heute schon alle nicht mehr da. Sie erleben das vielleicht nicht mehr. Es wäre besser gewesen, wenn die Fußballvereine auch eben etwas früher damit angefangen hätten, die Taten aufzuarbeiten, die Zeit aufzuarbeiten und die Geschichte ein wenig erlebbarer zu machen. Dann hätte man vielleicht für die Shoah-Überlebenden auch noch etwas Gutes bewirken können. Seit einigen Jahren ist Bewegung in der Aufarbeitung. 2005 verleiht der DFB zum seit einigen Jahren ist Bewegung in der Aufarbeitung. 2005 verleiht der DFB zum ersten Mal den Julius-Hirsch-Preis zu Ehren eines jüdischen Nationalspielers, der in Auschwitz ermordet wurde. Außerdem fördert der Verband Studien- und Forschungsprojekte zum Thema. Doch immer noch tut sich der DFB schwer, öffentlich die Verstrickungen vieler Funktionäre mit dem NS-Staat einzugestehen. Noch immer ist dieses dunkle Erbe nicht vollständig erforscht.